Fourscore ist die erste und nach meiner Ansicht beste Noten-App für Apple-Geräte. In diesem Video verrate ich kleine Tricks zum erfolgreichen Umgang mit dieser Software. Hallo Musikfans! Seit einer Weile gibt es mein ausführliches Video-Tutorial zum Programm Fourscore, mit dem wir die Noten auf dem iPad verwalten. Wer mehr darüber wissen will, findet den Link dorthin, oben auf der Infokarte, die da eingeblendet ist. Und seither erreichen mich öfter Leseranfragen zu einzelnen Problemen. Armin schreibt mir jetzt, gibt es eine Einstellung, mit der man eine Doppelseite auf dem iPad im Querformat darstellen kann? Auf einem deiner Videos habe ich gesehen, dass du das iPad horizontal im Tabletständer aufgebaut hast. Ich bekomme im Querformat immer nur halbe Einzelseiten angezeigt. Ja, das ist zwar die Grundeinstellung, das lässt sich aber schnell ändern. Schauen wir uns das mal an. Ja, schauen wir uns das mal auf dem Pad an. Tatsächlich habe ich, wenn ich im Querformat mein iPad geöffnet habe, von dem aktuellen Partitur nur die Hälfte, die obere Hälfte einer Seite zu sehen. Wenn ich jetzt blättere, sehe ich die untere Hälfte. Wenn ich blättere, die obere Hälfte der folgenden Seite und so weiter und so weiter. Damit kann man nicht allzu viel anfangen. Die Lösung ist ganz einfach. Wir haben hier oben das Zahnrad, das gibt uns die Darstellungsoption. Und da sieht man schon, dass sich dieses Anzeigefeld jetzt verändert hat. Das hat sich dem Horizontal, dem Landscape-Modus angepasst. Und sobald ich hier draufklicke, das Feld wird weiß, im Hintergrund ahnt man schon, was passiert ist. Wupp, habe ich die Doppelseitendarstellung. So einfach geht das also. Manche werden sagen, ihnen ist das zu klein. Ich selbst bevorzuge das, weil ich kann meine Noten immer so zur Hälfte auswendig. Ich brauche die Noten eigentlich so eher als Backup, als Gedankenstütze, Gedächtnisstütze. Da finde ich das wunderbar. Eine Eigenheit will ich noch ergänzen. Ich glaube, das ist jetzt kürzlich geändert und verbessert worden. Wenn ich jetzt blättere, ihr wisst, wie man in einem Buch blättert, hier blättert es immer um eine Seite weiter. Das heißt, ihr seht, die rechte Seite wandert nach links, rechts taucht eine neue Seite auf. Wenn ich zum Beispiel ein längere klassische Literaturwerk spiele, ist das genau richtig. Dann will ich ja immer die neue Seite im Blick haben und nicht gleich die ganze Geschichte. Wenn ich aber in meiner Datei blättern will, wie in einem herkömmlichen Printbuch, und bei manchen Werken ist das sehr angebracht, stört mich das. Und Gott sei Dank gibt es die Option in den Einstellungen. Schauen wir mal hier unten. Wir haben Seitenumblättern beim Ansehen von zwei Seiten, können umstellen auf zwei Seiten. Und wenn ich jetzt blättere, durch Rechtsklick, seht ihr, ich habe Seite 46, 47, 48, 49. Jetzt kann ich wunderbar für manche Bücher, die ich in ihrem richtigen Rechts-Links-Verhältnis sehen will, richtig in der Sache blättern. Ich hoffe, das hat deine Frage ausreichend beantwortet und war auch für einige andere interessant. Daher jetzt die übliche freundliche Bitte, schenkt mir ein Like, wenn dieses Video für euch interessant und nützlich war, und merkt euch meine Videos durch ein Abonnement vor. Ihr wisst, es kostet euch nur einen Mausklick, aber für mich ist es wertvoll und ich danke euch sehr dafür. Für alle, die Fourscore besitzen oder anschaffen wollen und noch nicht gründlich kennen, kann ich mein Video-Tutorial Noten verwalten mit Fourscore empfehlen. Den Link dorthin könnt ihr noch einmal oben aus der Infokarte abrufen, die da eingeblendet ist. Ja, in diesem Sinne, herzliche Grüße an alle, bleibt dran und freut euch an guter Musik. Euer Peter Michael Haas.